Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video hier bei P1 TV. Heute gibt es meine Kaufberatung zum Ford Focus RS MK2. Es geht wirklich jetzt an Leute, die sich genau so ein Auto kaufen wollen, die wirklich mal wissen wollen, worauf muss man achten, was sind so die kleinen Besonderheiten und das von jemandem, der so ein Auto halt 5,5 Jahre und 55.000 Kilometer gefahren ist. Wir fangen an mit einem Marktüberblick. Erstmal, wie sind die Preise, wie haben sie sich entwickelt. Dann geht es auch in Richtung Fahrzeug außen. Was gibt es da zu beachten? Was gibt es vielleicht für Besonderheiten? Was gibt es für Stellen, auf die man achten sollte? Dann gehen wir weiter in Richtung so Motorraum, Technik. Welche Tuningmaßnahmen sind vielleicht sinnvoll? Sollte man vielleicht eher ein Auto im Originalzustand sich holen? Dann gehen wir mal so Richtung Innenraum weiter. Dann machen wir noch auf jeden Fall eine Probefahrt, um dann spezifisch auch nochmal darauf einzugehen, auf welche kleinen Signale von dem Auto muss man vielleicht achten, wenn man das mal Probe fährt. Ja? Ich werde jetzt wirklich das ganze Video speziell auf den Ford Focus RS MK2 auslegen. Solche allgemeinen Tipps, wie dass man mal zur Dekra fahren kann, einen Check machen kann, dass sie sich einen Unterboden anschauen, das setze ich jetzt einfach mal voraus. Genauso setze ich voraus, dass ihr schon mal wisst, was ihr wollt. Denn wenn ihr euch für so ein Auto interessiert, dann wisst ihr, dass das ein 5-Zylinder-Turbo ist mit Verbreiterung im Blech, mit 305 PS, Frontantrieb, die ganze Hintergrundgeschichte mit der Rallye-Historie, damals WRC, Ford und so weiter. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie sich das Auto fährt, auch im Vergleich zu einem moderneren Auto zum Beispiel, dann habe ich ein wunderbares Video für euch, das ihr euch dann vorher nochmal anschauen könnt. Das ist aus diesem Jahr noch gewesen, Ford Focus RS MK2 versus GR Yaris. Da habe ich auch viel zum Hintergrund und zum ganzen Fahrgefühl des Ford Focus RS noch erzählt. Also das auf jeden Fall gerne anschauen. Ja, reden wir erstmal grundsätzlich über Verfügbarkeit, über die Preisentwicklung der letzten Jahre. Ich habe das Auto halt im März 2016 gekauft mit ungefähr 82.000 Kilometer für damals 25.000 Euro. Das waren so die grundsätzlichen Preise. Die RS sind ja von 2009 bis 2010 gebaut worden im Werk in St. Louis, ne, bei Ford. Und gab es damals so einen Neupreis von 35.500 Euro ungefähr in der Basis. Man kann auf jeden Fall sagen, das Auto ist sehr wertstabil. Das hängt natürlich mit der generellen Verfügbarkeit und auch der Anzahl dieser gebauten Fahrzeuge zusammen. Wir sprechen hier über 11.500 Ford Focus RS der zweiten Generation. Ja, wenn man jetzt bei Mobile einfach mal reinschaut, dann haben wir momentan in Deutschland Stand Herbst 2021 genau 52 Treffer. Und wir haben eine Preisspanne von 49.990 Euro bis, der günstigste ist im Netz für 17.900. Der hat, denke ich mal, ein paar Blessuren, vielleicht auch einen reparierten Unfallschaden, 155.000 Kilometer. Und der nächste ist dann bei 20 und dann geht es aber auch schon weiter mit 22.5, 22.3 und dann sind wir so im Mittelfeld irgendwo bei 26.000 Euro momentan für so ein Auto hier. Ja, also in den letzten ein, zwei Jahren sind die Preise tatsächlich noch mal ein bisschen hochgegangen, das habe ich so beobachtet. Zumindest mal von dem, was angeboten wird. Ne? Für welchen Preis sie dann am Ende wirklich verkauft werden, da ist ja auch immer noch ein Verhandlungsspielraum irgendwo mit dabei. Das ist halt wieder die andere Frage, aber wir können mal grob festhalten. Wenn ihr jetzt ein Auto sucht mit einer gewissen Laufleistung, sagen wir mal unter 100.000 Kilometer, dann müsst ihr aktuell schon mit 25, 26, 27 mindestens rechnen. Auch die Sonderedition RS 500 ist eigentlich eher so im Bereich 40.000 Euro anzutreffen. Das Auto gibt es in drei verschiedenen Farben. Das Ultimate Green Metallic, das ist damals entstanden natürlich im World Rally Team mit BP, BP Ultimate. Das war immer diese spezielle Farbe von diesem Sponsor im Rallye-Sport. Ne? Und da hat man eben gesagt, wir legen hier mal eine schöne Lackierung auf, Dreischichtlackierung. Und da kommen wir auch schon zum Thema Lack, ne? Lackzustand. Das ist natürlich gerade bei so einem Auto sehr wichtig. Es kann natürlich hier und da mal passieren, dass man Kotflügel einen Schaden bekommen hat, dass mal was neu lackiert werden musste. Wenn es wirklich stimmig ist und auch vom Farbunterschied passt, ist auch gar nichts dagegen einzuwenden. Ihr werdet kaum einen grünen Focus RS sehen, bei dem wirklich die Farben richtig matchen. Also egal, wenn ihr aus welchem Winkel ihr mal drauf guckt, ihr werdet immer irgendwo entweder am Seitenschweller oder am Kotflügel oder zur Motorhaube immer mal einen kleinen Unterschied feststellen von der Leuchtkraft und von dem Metallic-Effekt dieses Grüns. Das ist extrem schwierig, gerade wenn mal was nachlackiert wurde, sollte man auf jeden Fall wissen. Da darf man nicht so empfindlich sein. Und das hatten die Autos tatsächlich auch schon zum Teil ab Werk. Also wenn ihr da mal ein Auto euch anguckt und mit einem Lackdichtemesser drüber geht, kann es sein, dass selbst im Werk noch mal ein bisschen nachlackiert wurde oder dass der Kunde bei Auslieferung unzufrieden war.
da auf jeden Fall nicht verunsichern lassen. Dann haben sie extrem häufig an der Stelle, vor allem in dem Bereich vorne, so Klarlackabplatzer. Da gibt es auf jeden Fall mal Steinschläge, wobei das Ultimate Green für Steinschläge, finde ich, nicht so anfällig ist. Ne? Was wir dann haben, ist halt diese Leiste hier in Schwarzglanz, die gerne mal ein bisschen schlecht aussieht. Aber das sind ja auch alles Sachen, die kann man mal ein bisschen beilackieren. Wo ihr auf jeden Fall gucken könnt, ist halt diese Gitterpartie hier vorne. Da habe ich jetzt schon oft gesehen, dass die anfangen, da so ein bisschen Rost anzusetzen. In meinem Fall bei 139.000 Kilometer, Teil also wirklich makellos. Eins ist hier dieser Bereich, hat ein paar Mal aufgesetzt. Hier gibt es ordentlich Kratzer unter der Frontlippe. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal gucken dann. Luftauslässe auf der Motorhaube. Die sind tatsächlich, auch wenn ihr es nicht vermuten würdet, die sind serienmäßig in Wagenfarbe. Die meisten Leute haben sich diese Teile aber nachträglich schwarz lackieren lassen. Da könnt ihr auch dann mal kontrollieren, wir machen die Haube gleich mal auf, ob das noch die originalen Lufthutzen auf dem Auto sind. Wir haben hier Xenon-Scheinwerfer und im Laufe der Jahre werden die Linsen sehr schnell mal ein bisschen trübe, ne? Dass der Xenon-Brenner selber, selbst wenn er gewechselt wird, dass er nicht mehr so eine starke Leuchtkraft durch die Linse hat. Diese RS-Embleme, da passiert es oft, dass die ein bisschen ausgeblichen sind, dass Leute sich dort auch so Gel-Badges draufgeklebt haben. Und dann blättert dieser blaue Lack von diesem RS-Schriftzug sowohl vorne als auch natürlich hier an der Seite ab. Und diese Teile kosten leider auch 40 bis 50 Euro mittlerweile schon bei Ford im Ersatz. Ja, die könnte man dann nochmal ersetzen. Genau, auch noch ein Thema hier. Das sind normalerweise Nebelscheinwerfer. Da könnt ihr auch schauen, ob die noch original sind oder ob jemand dort vielleicht ein LED-Tagfahrlicht eingebaut hat. Ja, dann auch solche Geschichten hier an der Frontstoßstange, dass sich hier auch mal ein Halter irgendwie löst. Das müsste hier auch nochmal irgendwie neu gesteckt werden, denke ich mal. Also da ist irgendein Halter, ist da müde geworden. Hier blättert auch schon so ein bisschen der Klarlack zum Teil ab. Ne? Genauso auch bei diesen Teilen hier unter dem Scheinwerfer, diese extra Verblendung. Wenn man da ganz genau hinguckt, hier überall löst sich so ein bisschen die oberste Schicht ab. Das sind halt alles kleine Teile, die kann man dann ja nochmal zum Lackierer bringen. Ne? Das ist nicht das Problem. Ja, ich meine, das ist natürlich so das Markenzeichen des Ford Focus RS MK2, dieser breite Kotflügel, der wunderschön. Muss mit der Verfügbarkeit ein bisschen aufpassen, wenn man da mal einen Ditcher bekommt, dass man da noch Ersatzteile bekommt zu einem vernünftigen Preis. Also definitive Empfehlung, so ein Auto, ne, sowieso Vollkasko versichert. Denn Schäden und Reparaturen können nicht nur bei dem Auto sehr teuer werden. Gerade bei Liebhabermodellen, deren Zeitwert und tatsächlicher Marktwert weit auseinanderklaffen, und das ist beim RS definitiv der Fall, kann ich euch ein Wertgutachten ans Herz legen. Ich habe mir ein solches Gutachten beim Kfz-Sachverständigenbüro Uhlig in Mahl erstellen lassen. Ihr bekommt dort je nach Wunsch eine umfangreiche Mappe mit Zustandsbeurteilung, Fotodokumentation, Marktwert und Wiederbeschaffungswert, die euch im Schadens- oder Diebstahlfall bei einer fairen Regulierung mit der Versicherung hilft. Die Website vom Sachverständigenbüro Uhlig mit Infos und Kontaktmöglichkeiten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also dann Thema Felgen. Das sind natürlich nicht die Originalfelgen, sondern 18 Zoll ATS GTR, 9,5x18, extrem teuer mittlerweile. Weil da kann man eben gute Kombinationen für Trackdays auch draufziehen. So wie hier in dem Fall jetzt ein Michelin Pilot Cup 2 mit 245 40 R18. Standard ist ja natürlich 19 Zoll drauf. Die RS Standardfelgen ist eine richtig schöne Felge, nur leider ein bisschen schwer, aber sollte auf jeden Fall beim Auto dabei sein, würde ich sagen, wenn ihr euch eine RS holt. Dann gibt es auch noch zum Beispiel die Racing Fever Felge, welche auch nicht mehr hergestellt wird. Also da gibt es so ein paar Sätze, auf die man achten kann. Sonst immer auch natürlich schön auf so einem RS OZ. Super Turismo, Ultralegera, sowas passt auf das Auto halt auch sehr gut drauf. Also da hat man auf jeden Fall genug Auswahl. Ja genau, dann hier auf jeden Fall auch mal gucken, das ist so das erste Teil, sage ich mal, so ein Zielelement mit dem RS-Logo, wo man ein bisschen schauen sollte, ob das noch vom Kleber her gut sitzt. Wirklich den Griff solltet ihr mal machen. Hier einfach mal schauen, ne? Da werden auch halt Halter und Kleber irgendwann müde im Laufe der Jahre. Hier geht es tatsächlich noch, ich habe schon Autos gesehen, wo es wirklich schon fast nicht abfällt, aber sehr, sehr locker sitzt zum Beispiel. Ne? Ja, dann ein wichtiges Thema beim RS, die Rathausschalen. Da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten, denn wenn man die Rathausschalen instand setzen möchte, wird das ein teurer Spaß. Es sei denn, man kennt jemanden oder man ist selber technisch bewandert und kann sich dort einfach universal Rathausschalen zusammennieten und sie schön einbauen. Also da gibt es Möglichkeiten und die wurden auch bei Ford im Werk tatsächlich nur zusammengenietet. Das sieht man auch ganz gut, wenn man hier vorne reinguckt. Die Rathausschale besteht quasi aus zwei Teilen, weil die Originalen vom normalen Focus MK2-Modell natürlich zu schmal sind. Ne? Generell auch mal so unter die Radläufe packen und schauen, ob hier so ein bisschen schon kleine Rostbläschen oder sowas sind, Korrosion. In meinem Fall ist hier alles schön glatt und super, also auch Unterboden. Wenn ihr die Möglichkeit habt, mal das Auto auf eine Bühne zu heben, solltet ihr auf jeden Fall machen. Guckt euch die Achsteile an, guckt euch die Koppelstangen an, guckt euch die Querlenker an, ob da nichts porös oder durchgefault ist. Wenn ihr unten die ganzen Achsen und sowas neu macht, das geht ins Geld, ne, wenn ihr so ein Auto dann habt. Dann auch ein Thema natürlich bei dem Auto, ist ein schönes Coupé, ne, zwei Türen, große, lange, schwere Türen. Und es passiert leider häufiger mal, dass man da irgendwo
vielleicht im Parkhaus oder an der Wand, dass man da so ein bisschen gegenkommt. Deswegen schaut euch hier diese Bereiche der Tür mal ein bisschen an. Ja, auch am Heckbereich des Fahrzeugs, die Seitenwand, die Verbreiterung im Blech beim RS, ganz speziell, breiter als beim normalen Ford Focus und auch als breiter als beim ST. Und auch hier kann man immer mal so ein bisschen gucken, ne? Sitzt das hier alles noch bündig? Und ja, genau, sieht auf jeden Fall wunderbar aus. Man sieht auch so richtig schön, wie die Sonne auf dieses Ultimate Green drauf scheint. Also meine Wahl wäre immer noch, wenn ich eine RS suchen würde, dieses Grün, das ist einfach wirklich eine Augenweide. So, dann gucken wir mal hier ein bisschen. Also es gibt hier auch noch eine Leiste, die so ein bisschen anfällig ist, wo sich der Kleber lösen kann. Deswegen hier auch mal gerne schauen, ob das alles noch so weit fest sitzt. Wenn nicht, kein Drama, ne? Ganz klar. So, dann Thema Abgasanlagen. Wir kommen jetzt so ein bisschen schon zur Technik. An den Endrohren seht ihr natürlich schon, ob hier eine Aftermarket-Abgasanlage montiert wurde. Gibt dort einige natürlich Hersteller, ne? Bull X, PE Performance Exhaust, Miltec natürlich, die Amphetaminanlage, die Klappenanlage. Aber da müsst ihr auf jeden Fall schauen, dass wenn euch das wichtig ist, dass alles eingetragen ist natürlich auch, ne? Und dass es nicht zu laut wird, weil Polizeikontrollen, je nachdem wo ihr herkommt, sind da natürlich ein Thema. Und ich sage euch wirklich, die Autos können schon richtig krassen Sound haben. Also das ist Wahnsinn. Ja, ansonsten hier der Diffusor. Glaubt euch natürlich keiner, dass das so aus dem Werk gekommen ist mit dem schwarzen, fetten Diffusor, mit der Frittentheke. Aber es ist tatsächlich so. So, damit ihr euch nicht gleich blamiert, wenn ihr so einen Focus MK2 euch mal anschaut. Die Motorhaube geht hier ein bisschen anders auf. Da hat Ford sich was Schönes überlegt. Und zwar muss man einmal aus dem Funkschlüssel hier den Schlüssel rausholen. Pflaume vorne einmal zur Seite klappen. Dann macht ihr das hier auf. Ja, das Haubenschloss musste ich schon einmal neu machen lassen bei Ford, weil das nicht mehr wollte. Da war so ein Schließzylinder kaputt. Ganz, ganz toll. Ja, genau. Dann habt ihr die Motorhaube auf jeden Fall auf. Genau, also ihr schließt einmal nach links und dann nach rechts. Steht hier aber auch drauf, so klein bebildert, was ihr machen müsst. Ne? Also links und nach rechts. Und dann seht ihr einmal den Motorraum von eurem Objekt der Begierde, der 5-Zylinder-Turbo. Das Erste, was hier natürlich jetzt auffällt, wir haben nicht mehr die originale Ansaugbrücke. Ich habe die ersetzt durch eine Anembo aus Aluminium. Es gab in den früheren Jahren, aber auch aktuell immer noch Fälle, in denen diese Ansaugbrücken gerne mal platzen, weil da einfach ein Druck herrscht oder was auch immer. Ja. Deswegen haben die meisten Leute sich eine Alu-Ansaugbrücke gekauft. Und es macht auch definitiv Sinn. Es ist ein Tuning-Teil, welches eigentlich mehr der Sicherheit dient, weil sonst habt ihr einen Schaden hier in der Motorhaube. Und wir hatten ja eben auch das Thema mit den Luftauslässen hier. Und normalerweise sind hier oben so kleine Haltenasen drin, ne, wenn ihr die Originalen habt. Ich habe die schon mal ersetzt, weil die bei mir komplett vom Lack schon schlecht waren. Ich habe mir hier von Zender, lufthutzen.com, da kann ich euch mal einblenden, habe ich mir die Lufthutzen geholt und die mal überlackieren lassen in schwarz. Und die sind jetzt eben mit Sikaflex hier festgeklebt. Ne? Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ihr euch mit anschauen könnt. Dann noch ein Thema Luftfilter, Ansaugkasten. Sieht man auch selten den Originalen. Die meisten haben sich einen MK3 offenen Filter da reingebaut vom Nachfolgemodell. Oder wie in meinem Falle der Mountune-Deckel, der auch beim Sondermodell RS500 zum Einsatz kam. Also das ist weitestgehend halt ein Originalteil, welches einfach oben noch mal ein bisschen bauchiger ist, ein bisschen mehr Luftmenge hier sozusagen zirkulieren lässt. Und da ist dann eben so ein schöner K&N-Filter mit drin. Ja. Hier ist normalerweise ein Mountune-Schild drauf. Ich habe hier dieses Limitierungsschild. Da müsst ihr euch auch nicht wundern. Die gibt es auch im Innenraum. Da werden wir das gleich wiedersehen. Dieses Nummer 4100 von 11500. Die waren serienmäßig nicht dabei. Das ist ein jemand aus dem Ford Focus RS Forum. Bernie hieß der oder heißt er. Der macht immer auf Auftrag diese Schilder. Wenn ihr da im Focus RS Forum mal vorbeischaut, auch in der Videobeschreibung, der hat im Prinzip so eine Liste mit den Fahrgestellnummern, wann die aus dem Werk gegangen sind. Ja. Ansonsten gibt es halt Leistungssteigerung. Viele Modelle, die eine Software drauf haben, muss man eben immer ein bisschen gucken. Ist hier ein Ladeluftkühler verbaut? Wir haben hier zum Beispiel einen Wagner-Ladeluftkühler mit den Luftleitblechen. Ist auch so ein Teil, das kann in meinen Augen nicht schaden. Ne? Da kann man Original ja sowieso immer wieder einbauen. Man kann die originale Software wieder drauf machen. Wenn man wirklich das Fahrzeug als Sammlerobjekt haben möchte, klar, möchte man das Original haben. Aber rein zum Fahren und zum Bewegen, wenn eine Downpipe dran ist, wenn ein Ladeluftkühler dran ist, eine Ansaugung, eine Ansaugbrücke, das tut dem Auto auf jeden Fall nicht weh, ganz im Gegenteil. Ne? Es ist halt eine thermische Entlastung des ganzen Motors und ich würde es bei einem Kauf sogar eher begrüßen, wenn es gute Teile sind. Es gibt natürlich noch AirTag-Ladeluftkühler, verschiedene andere Sachen. Also da auf jeden Fall mal gucken. Und oft seht ihr Fahrzeuge im Bereich 360 bis 400 PS. Das ist das, was auch meiner Erfahrung nach und der Erfahrung der Tuner nach, das ist, was bei den Autos gesund mit einem Serienturbolader möglich ist. Dann achtet auf jeden Fall drauf, ne? Erstes Getriebe, wurde die Kupplung mal getauscht, habt ihr ein gutes Kupplungsgefühl, da kommen wir beim Fahren aber gleich noch drauf. BorgWarner K16 Lader, der ist eigentlich sehr stabil, wenn man ihn gut behandelt, sollte er eigentlich sehr lange halten.
Ja, ansonsten der Block selber, der Volvo-Motor, der 2,5 Liter Turbo, der macht eigentlich keine großen Probleme. Also auch Zylinderkopfdichtung eigentlich alles kein Thema. Da hat Ford wirklich großzügig dimensioniert damals, als sie diesen Motor nochmal für den Focus RS aufgesetzt haben. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht alles. Also Elektronik-Themen gab es hier jetzt in meinen 5,5 Jahren einige. Das fing an mit einer kaputten Kühlerlüfter, den musste man austauschen, kostet knapp 500 Euro, da war das Steuergerät kaputt, der ging nicht mehr. Drosselklappe hat auch ein Elektronikproblem gehabt, musste ich auch ersetzen lassen, das sind dann irgendwie 800 Euro gewesen. Das kann schon happig werden, ne? Also legt euch auf jeden Fall, wenn ihr so ein Auto habt, eine Reserve an, denn es kann durchaus passieren, dass was kaputt geht. Ne? Aber nicht nur außerplanmäßige Reparaturen, sondern auch der Betrieb, der Unterhalt des Fahrzeugs verursachen natürlich Kosten. Und ich habe euch mal exemplarisch eine Rechnung auf Monatsbasis gemacht, von zum Beispiel Versicherung, aber auch den relevantesten Verschleißteilen. Angefangen mit der Versicherung, die natürlich sehr individuell für eure Schadensfreiheitsklasse, Regionalklasse und so weiter ist, je nach Anbieter unterschiedlich. Ich gehe hier einfach mal von einem Wert aus 1000 Euro pro Jahr. Da kann man die eigene Versicherung ja anrufen, selber sich das Fahrzeug mal rechnen lassen. Das nehmen wir mal als Basis. Da sind wir erstmal bei 83 Euro, die dann auf den Monat runtergerechnet auf euch zukommen. Kfz-Steuer 262 Euro für alle Modelle nach Erstzulassung 1.7.2009, also für die Mehrheit der Ford Focus RS. Habt ihr noch ein älteres Exemplar der ersten Auslieferung, dann sind es nur 175 Euro. Wir gehen aber hier von den 262 Euro pro Jahr aus, sind wir also bei 22 Euro im Monat. Die Wartung bei Ford, die ich euch ans Herz legen würde, denn es ist ja schon ein Sammlerauto, da würde ich auch das Checkheft entsprechend schön pflegen, das heißt immer schön zu Ford fahren, Stempel drauf bzw. digitales Serviceheft. Kostet dann je nach Jahr, in dem ihr die Wartung machen lasst, zweite Wartung, große Wartung und so weiter, zwischen 350 und 500 Euro. Wir gehen hier einfach mal von einem Wert von 400 Euro für die Inspektion aus, also 33 Euro pro Monat. Dann Verschleißteile, Reifen, Bremsen. Da hängt es natürlich ganz stark davon ab, für welche Komponenten ihr euch entscheidet und wie ihr das Fahrzeug einsetzt. Ist es für euch ein Wochenendauto, ein Spaßauto mit hauptsächlich Landstraßenfahren, dann sind die Kosten entsprechend geringer, als wenn ihr mit dem Auto jede Woche auf der Nordschleife unterwegs seid. Das sollte klar sein. Ich gehe jetzt von jemandem aus, der die 19 Zoll Kombination einfach weiterfährt und das Auto zum Spaß am Wochenende bewegt. Also jetzt nicht die höchsten Ansprüche an Scheiben und Belege und Reifen stellt. Also 235 R19 Reifen, da gibt es verschiedene zur Auswahl. Wir fangen an in einem guten Preisbereich für sportliche Reifen bei Ventus V12 Evo 2. Da sind wir 110 Euro ein Reifen. Dunlop SP Sport Max RT2 kostet zum Beispiel 120 Euro. Ein Falken A10 des FK 510 130 Euro. Und wenn ihr es ein bisschen hochwertiger mögt, so Michelin Pilot Supersport oder Pilot Sport 4S oder sowas, da sind wir dann so bei 160 Euro. Ich nehme einfach mal als Mittelwert 150 Euro Reifen an. Na klar, ihr könnt auch einen Semi-Slick fahren, ne? Seid ihr bei Toyo Proxxis R888 oder Cup 2, da seid ihr dann für einen Reifen bei 200 Euro mindestens. Das geht dann schon ins Geld oder gar die Retzer oder sowas. Ne? Ja, aber wir gehen mal von 150 Euro für Reifen aus und dann nehmen wir mal an, dass ihr 2 Jahre mit einem Satz Reifen hinkommt. Das ist, denke ich mal, durchaus realistisch, wenn man es jetzt nicht übertreibt. Also sind es pro Jahr runtergerechnet 300 Euro pro Monat, also 25 Euro. Bremse, das gleiche Thema. Nehmt ihr zum Beispiel eine EBC-Kombination, EBC-Scheiben, einen Ferodo-Belag rundherum, dann ist beides etwa vorne, Vorderachse, Hinterachse 350 Euro, also etwa 700 Euro für die gesamte Kombination. Preis nach oben natürlich offen, wenn ihr euch da für eine Tarok Zero-Scheibe zum Beispiel entscheidet oder eine Tarok F2000. Dann kostet allein die Vorderachse zum Beispiel 350 Euro oder 400 Euro. Ne? Und das gleiche auch bei Belegen. Ne? Paget RSL-Belege sind natürlich deutlich teurer als so ein sportiver Belag. Aber wir gehen hier mal von dieser 700-Euro-Marke aus und nehmen an, dass ihr es schafft, wirklich 3 Jahre durchzuhalten mit Bremsbelag, Bremsscheibe. Sollte realistisch sein, wenn man es jetzt nicht komplett übertreibt. Und das sind dann 240 Euro im Jahr, also 20 Euro pro Monat. Zahnriemenwechsel, der kommt alle 10 Jahre. Ich habe ihn mal eingepreist mit 80 Euro pro Jahr, denn das kann gut und gerne mal inklusive Service dann auch 800 Euro kosten, dieser Wechsel, je nachdem, ob ihr da jemanden kennt oder ob ihr einen guten Draht zu eurem Ford Autohaus habt, aber 800 Euro sind, glaube ich, so der Standard. Und das ist dann 7 Euro auf den Monat gemünzt, auch mit eingepreist jetzt einfach mal. Der größte Kostentreiber ist natürlich das Benzin, gerade bei den aktuellen Preisen. Wir gehen mal davon aus, dass ihr eurem Auto 10.000 Kilometer im Jahr immer Ultimate 102 gönnt und einen Durchschnittsverbrauch von 12 Liter auf 100 Kilometer habt. Wenn ihr wirklich ein Spaßauto habt, mit dem ihr auch mal eine größere Tour macht, durchaus realistisch. Und diese 10.000 könnt ihr euch dann ja
auf eure persönliches Fahrprofil und auch den Verbrauch könnt ihr ja so ein bisschen runterrechnen. Könnt ihr euch selber ausrechnen eigentlich auch, ne? Aber wir gehen mal wirklich davon aus, 10.000 Kilometer im Jahr, das gute Ultimate 102 für 1,90, den Liter, was ja auch optimistisch momentan ist, leider. Und da sind wir dann so bei 2.280 Euro im Jahr allein für Benzin. Das sind 190 Euro im Monat, also hier wirklich der größte Kostentreiber. Fahrt ihr nur 5.000 Kilometer im Jahr, sind es entsprechend weniger, also die Hälfte 95 Euro. Ja, dann weitere Reparaturen und andere Verschleißteile. Nehme ich einfach mal 300 Euro im Jahr an, wenn nichts Großes kaputt geht. Kann aber natürlich hier stark variieren. Wir preisen es aber mal mit 25 Euro pro Monat mit ein und hoffen, dass euer Auto heil bleibt und nichts Großes passiert. Ja, da sind wir bei Kosten pro Jahr fast 5.000 Euro. Könnt ihr natürlich ein bisschen hier und da runterrechnen, hochrechnen. Ihr habt es ja gesehen und das sind jetzt so aus Ausgangsposition einfach mal gerechnet schon mal 405 Euro im Monat für den Ford Focus RS rein, was Versicherung, Steuer und Verschleißteile und Wartung betrifft. Waschen und pflegen wollt ihr euer Fahrzeug natürlich auch, deswegen rechnet euch da gerne noch eine kleine Pauschale monatlich dazu für Pflegeprodukte und den Betrieb der SB-Waschbox, denn das sei mal gesagt, das Auto sollte auf jeden Fall mit Hand pfleglich gewaschen werden und nicht in die Waschanlage gefahren werden. Jetzt haben wir noch dieses Jahr das Ölfiltergehäuse ersetzt, wo der Ölfilter da unten drin sitzt. Das ist ein Volvo-Teil auch, was hier dran ist. Da war so ein bisschen ölig unten schon, ne? Da wurde halt Öl rausgedrückt. Das ist ein Teil, was wir ersetzt haben. Das kostet jetzt mittlerweile 270 Euro. Ich habe es noch für 220 Euro bekommen. Also Ersatzteile werden auch immer teurer und in der Verfügbarkeit nicht besser, wenn es jetzt in die Zukunft geht. Ne? Das muss man halt sich darüber bewusst sein. Ja, dann zum Beispiel das Steuergerät musste ich auch neu machen. Das Steuergerät hatte eine Macke, hat verschiedene Fehler verursacht, auch im Tacho. Verschiedene Fehlermeldungen verursacht und das Steuergerät musste einmal erneuert werden. Schaut hier auf jeden Fall auch mal nach dem Ölstand, ob das Öl okay ist, ob Wasserstand okay ist. Und dann gucken wir jetzt mal in den Innenraum, was es da noch so für kleine Besonderheiten gibt und Sachen, auf die man auch dort achten sollte. Ja, der gute alte Innenraum vom Ford Focus MK2 führt natürlich zurück bis ins Jahr 2004, 2005. Deswegen trifft das nicht mehr so wirklich jeden Geschmack. Ne? Gerade im Serientrim hast du diese ganzen Teile zum Beispiel in Silber, die Tachoelemente in Silber, das da in Silber, ein silbernes Radio, silberne Knöpfe, silbernes Klimabedienteil. Ich habe hier sehr viel geändert, um das ein bisschen edler, ein bisschen schicker zu machen. So auch das Lenkrad, das ist halt hier bezogen von meinem Lenkrad mit Alcantara. Ich habe mir die A-Säulen in Alcantara beziehen lassen, also hier habe ich ein bisschen investiert, um einfach das Ganze ein bisschen moderner, ein bisschen schicker zu machen. Ne? Ja, aber das ist auch wirklich nicht das Verkaufsargument des Ford Focus RS MK2, einen schönen Innenraum zu haben oder ein luxuriöses Auto zu haben. Ist halt wirklich eine Fahrmaschine, die wirklich so durch Sound und durch die äußere Optik einfach begeistert. Da müsst ihr erstmal wissen, es gab so ein Technologiepaket. Das ist mit einem größeren Radio gewesen, welches dann auch Navi und so weiter hatte, mit dem großen Bordcomputer. Ich verlinke euch mal unten in der Videobeschreibung die Preisliste von 2010. Da könnt ihr mal gucken, was es für Optionen gab. Das ist allerdings gar nicht so wichtig, dass ihr das tollste Radio drin habt, weil das ist extrem schlecht gealtert. Ne? Wenn ihr das kleine Radio habt, dann habt ihr genau diese Form der Blende. Und dann könnt ihr hier so ein Doppel-DIN-Radio nachrüsten. Das ist von Pumpkin mit Android 8.1. Mittlerweile gibt es sie auch mit Android 10.0 und so weiter. Da könnt ihr dann mit einem Hotspot übers Handy, könnt ihr Google Maps und so weiter benutzen. Und das passt hier halt wirklich richtig OEM-Style richtig schön rein. Dann Thema Sitze. Im Focus RS MK2 sind immer Recaro Sportster CS. Die gibt es einmal in der schwarzen Ausstattung, also Ledermix, so wie es jetzt hier ist. Bei mir sind sie allerdings nachgerüstet. Ich hatte original die Stoffsitze drin, also die sind dann grau und grün. Und wenn ihr einen blauen oder weißen Focus RS seht, dann haben die in der Stoffstandardausführung blaue Sitze, also blau-grau-Mix. Eine Sache, die ihr immer sehen werdet, ist halt hier dieses Abgewetzte am Einstieg. Das hat eigentlich jedes Auto. Das hat auch der Nachfolger RS genau an dieser Stelle. Also das sind dann vielleicht ein paar Wochen, dann sieht das hier schon so aus. Ist nicht schlimm, also wenn ihr das seht, eigentlich gar kein Thema. Ihr schaut einfach, dass die Sitze nicht super durchgesessen sind, nicht irgendwie wackeln oder lose sind, sondern dass alles einfach schön fest ist. Das ist dann schon mal viel wert. Ansonsten viel Knacken, viel Knarzen habe ich in dem Auto jetzt nicht nach 139.000 Kilometer, was echt fürs Auto spricht. Ach genau, eine Sache natürlich noch, je nachdem, welches Radio und Technologiepaket ihr habt. Es gab natürlich auch die PDC, also Park Distance Control für hinten. Da sind dann die kleinen Löppis halt hinten auf der Stoßstange drauf, also Parkpiepser. Und dann gibt es auch, je nachdem, welches System ihr habt, die Rückfahrkamera. Ne? Das ist halt so der einzige Abstrich, wo ich sagen muss, so, das wäre bei dem Auto noch ganz nett. Wir kommen mal zur spezifischen Probefahrt, wenn ihr euch einen Focus RS MK2 kauft, worauf ihr da achten könnt. Los geht's. Bei mir ist auch Yvonne. Hi.
Und ja, ihr solltet auf jeden Fall eine Probefahrt machen. Wenn ihr das Auto von privat kauft, kann es natürlich sein, dass der Besitzer erstmal sagt, ich fahre, was vollkommen okay ist, würde ich wahrscheinlich ähnlich machen. Ja, wenn ihr dann mit dem Auto unterwegs seid, ihr solltet schon ja, eine Probezeitfahrt von 20 bis 25 Minuten mindestens eingeräumt bekommen, weil man das Auto auf jeden Fall warm fahren sollte. Und dann solltet ihr einfach ein bisschen reinhören, ein bisschen reinbeschleunigen mal. Gibt das Auto sauber seine Leistung ab, wird der Ladedruck gleichmäßig delivered. Und was ihr nicht hören wollt, ist irgendwelches, abseits vom Ansauggeräusch und vom Schubumluftventil, ja, das sind Ansauggeräusche, und natürlich auch das Ablassen der Luft, das soll natürlich genauso sein, ja. Aber ihr wollt kein Pfeifen, ihr wollt kein Rasseln, ihr wollt kein Knacken. Das Auto sollte von der Spur her möglichst sauber fahren, es sollte nicht hin und her schwimmen, wenn ihr gerade ausfahrt, es sollte sauber einlenken. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, ich wollte euch gerade zeigen, ich habe hier so einen Dongle normalerweise für den OBD2-Port. Da kann man sich dann die Torque-App aufs Handy runterladen und den hier einmal mit dem OBD2 verbinden. Den findet ihr hier unten links beim Lenkrad. Und natürlich solltet ihr vorher den Besitzer des Fahrzeugs fragen, ob es okay ist, dass ihr eben mal den Fehlerspeicher auslesen. Denn nicht jeder ist damit einverstanden, wenn man da ein fremdes Gerät anschließt sozusagen. Aber da auf jeden Fall mal gegebenenfalls Fehlerspeicher auslesen, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, zur Dekra oder zum TÜV zu fahren mit dem Auto für einen Gebrauchtwagen-Check. Ja, sonst kann es sein, wenn die Batterie bei den Autos schwach ist, dass ihr ein paar schlimme Fehlermeldungen auf dem Display hier vorne seht, wie Störung, Servolenkung, Motorstörung. Das haut das Auto ganz gerne mal raus, wenn die Batterie schwach ist. Da muss man nicht gleich Panik bekommen, auch wenn ihr so ein Auto neu habt vielleicht und damit das erste Mal sowas auftritt. Meistens ist es tatsächlich dann die schwache Batterie. Thema Zahnriemenwechsel habe ich ja schon erwähnt, ne? Der kostet gut 1000 Euro oder sogar noch mehr. Also wenn der noch nicht gemacht wurde, das ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Nachteil. Der sollte vom Händler oder vom Besitzer auf jeden Fall gemacht worden sein. Mittlerweile sind Fahrzeuge alle über 10 Jahre alt. Dann schaut ihr auf jeden Fall mal, weil die Fahrzeuge sind jetzt ein bisschen älter, gerade die Modelle ab 100.000 Kilometer, ruhig mal so ein bisschen ins Fahrwerk reinfühlen, ob das soweit alles sich sauber bewegt im Auto, ob da nichts poltert, wenn ihr über Bodenwellen fahrt. Es gibt natürlich Fahrwerke, wie ich jetzt zum Beispiel mit dem KW Clubsport oder STXTA, die haben Uniball-Domlager, da ist ein Poltern durchaus im normalen Bereich. Also so ein kleiner heftiger Schlag, wenn ihr über so eine große Bodenwelle fahrt, das ist dann durchaus normal. Wo ihr euch auch nicht wundern dürft, wenn ihr mit Fenster auf zum Beispiel fahrt, ne? Und ihr fahrt so ein bisschen links, rechts eine Kurve, dann habt ihr bei dem Focus RS wirklich die Kinderkrankheit, dass es extrem poltert, das Fenster. Ne? Also da auf jeden Fall nicht wundern. Und ansonsten, wie gesagt, ja, Elektronikspielereien. Ich hatte ein, zwei doofe Fehler, da war dann vielleicht mal eine Sicherung durch. Deswegen kann ich euch wirklich ans Herz legen, es gibt ein paar gute Betriebe in Deutschland, die sich um diese Autos toll kümmern können. Wenn ihr Probleme habt, Anlaufstellen wie AM Performance, Beast Factory, RHRN Technik, Elmar Autosport, vielleicht auch Wolf Racing. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall gucken, was in eurer Nähe ist. Das Auto ist nicht mehr dazu gedacht, eigentlich auch mit dem Seltenheitsstatus, das irgendwie jeden Tag zur Arbeit zu fahren. Ne? Auch Kurzstrecke schon gar nicht, das sollte eigentlich klar sein soweit. Das ist wirklich ein Hobbyauto, ein Wochenendauto und auch nicht mal mehr unbedingt ein Rennstreckenauto. Ne? Das ist so ein bisschen Thema für mich. Ersatzteilversorgung, schwierig mittlerweile mit Frontschürzen, schwierig mittlerweile mit Antriebswellen. Ich glaube, die Antriebswelle rechte Seite ist gar nicht verfügbar momentan. Man muss dann ewig warten, wenn wirklich was Gravierendes an dem Auto kaputt geht. Alle Teile, die RS-spezifisch sind, werden immer teurer, werden immer seltener. Deswegen, es ist leider schon nach 11 Jahren keine gute Situation. Wenn man kann, sollte man sich noch möglichst Ersatzteile zurücklegen, wie Frontschürzen, Steuergeräte etc. Das ist halt so ein bisschen die Sache. Ne? Ja, ansonsten muss man wirklich sagen, es ist ein sehr, sehr tolles Auto. Ich hatte in 5,5 Jahren sehr viel Spaß damit. Ich jedes Mal umgedreht, wenn ich es irgendwo abgestellt habe. Optik einfach absoluter Hammer. Und das sollte jedem auch klar sein, wenn er so ein Auto kauft. Sowas wird nicht mehr gebaut. Sowas wird nicht mehr angeboten in Zukunft. Und gerade Verbreiterung im Blech, 5-Zylinder, und das noch in diesem Preisbereich bis 30.000 Euro zu fahren, so ein Hot Hatch in dem Segment, gibt es nicht mehr. Und das war so ein richtiger Vorreiter auch in dieser Fronttriebler-Klasse mit Sperrdifferenzial vorne, mit Turbo, mit Punch, mit viel Leistung auf der Vorderachse, was gut funktioniert, wenn es jetzt nicht gerade nass ist. Also das ist halt wirklich ja, ein Zeitzeugnis und das wird im Wert auch definitiv stabil bleiben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und denk mal wirklich dran, in 10, 12, 13, 14 Jahren, da werden die Amerikaner anfangen, sich diese Autos zu holen. Das ist ein Ford, das ist eine uramerikanische Marke. Es gibt dort hunderte, Millionen von Autofans
die sich solche Autos gegebenenfalls importieren werden wollen, sich die vielleicht in ihr Autohaus stellen, in ihr Museum stellen, Sammler, Ford-Sammler. Und ich denke, dass dort ein Run auch noch stattfinden wird, weil die haben ja diese 25-Year-Rule, mit der sie dann Autos aus dem Ausland auch nach Amerika einführen dürfen. Und ich denke, das wird dann schon 2-3 Jahre vorher losgehen. Und dann wird es hier Amerikaner geben, die auch den deutschen Markt ins Visier nehmen, weil die wollen natürlich auch die Linkslenker. Es wird, denke ich mal, für gute Exemplare, für Sammlerautos, die nicht viel gefahren wurden, in den 50.000-Euro-Bereich höchstwahrscheinlich gehen. Also wirklich für Modelle unter 100.000, Originalzustand weitestgehend oder so. Ne? Ja, dann haben wir noch die traurige Nachricht für euch, dass das Auto tatsächlich verkauft ist. Also ich habe ja gesagt, ich hatte ihn 5,5 Jahre und 55.000 Kilometer und das meinte ich auch im wörtlichen Sinne, denn ein guter Freund von uns aus der Umgebung hat ihn genommen. Der war schon länger scharf auf das Auto. Und das war auch mein Hauptgrund eigentlich zu sagen, ich verkaufe ihn. Ne? Weil wenn jemand aus deiner Nähe dieses Auto hat und das Auto noch in der Nähe ist und du weißt, das ist in guten Händen, das ist viel wert schon mal. Sekundäre Gründe habe ich genannt im Video, ne? Diese Ersatzteile-Situation. Weil ich hatte am meisten Spaß, muss ich sagen, wirklich mit dem Auto jetzt so auf dem Ring, auf Trackdays, das war so mein Ding. Und ja, da fährt er sich aber auch fährt sich geil. Mit dem KW Clubsport, der ist wirklich perfekt vom Setup. Ich hätte jetzt nochmal 3.000, 4.000 Euro in die Hand nehmen müssen für eine richtig geile Bremse, dass man den auch richtig schön stoppen kann. Das war mir sonst ein bisschen zu scary mittlerweile schon, muss ich sagen. Also das Auto ist verdammt schnell. Ich habe jetzt halt zwei Autos mit dem BRZ, ne, den habt ihr ja gesehen, die eigentlich den gleichen Zweck für mich so erfüllen. In diesem einen Jahr habe ich schon länger mit dem Gedanken gespielt, den RS wegzugeben, den BRZ als Hauptauto für sportliches Fahren zu behalten. Wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich schon was unterwegs aus Japan. Ein Auto, was es nur in Japan gab. Ihr werdet es nicht erraten. Ich glaube es wirklich nicht, dass ihr es erraten werdet. Es ist mindestens genauso cool wie der hier. Es ist auf jeden Fall deutlich seltener. Aber lasst euch auf jeden Fall überraschen. Es wird jetzt noch ein bisschen dauern. Ich denke mal Ende 2021, Anfang 2022 gibt es da auf jeden Fall News. Es wird auf jeden Fall ein bisschen gemütlicher, aber sehr selten, sehr exklusiv, sehr cool. Mal gucken, ob es euch gefällt. Ich bin gespannt. Aber es ist ja hauptsächlich, muss es ja uns gefallen. Ne? Ja, wir freuen uns auf jeden Fall richtig. Ja, auf jeden Fall. Also man muss mal wieder auch neue Wege gehen nach 5,5 Jahren. So, einmal geben wir hier noch ein bisschen Fünfzylinder-Gas. Ja, Ansauggeräusch, Knallen, wie das Ding fährt, das ist einfach fantastisch. Und auch im Jahr 2021 jetzt mit dem KW Clubsport, die Lenkung ist halt geil. Das ist eine hydraulische Lenkung. Das Schaltgetriebe ist so ein bisschen so lala, ist jetzt nicht das Hauptargument für so ein Auto, aber es geht. Ich habe mich in dem Auto fast nie verschaltet. Also ja, das ist das Schlusswort und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne nämlich nach oben da. Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen in Zukunft. Gerne auch mal bei uns bei Instagram vorbeischauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!